So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Scarlator Edino, wie man es auch hier kennt. Und ich habe euch richtig viele neue Sachen hier zu zeigen. Nämlich, zum ersten, wie ihr schon seht hier sind Eisenöfen, kann man jetzt sagen. Habe ich hier gerade die Sachen hier gemacht zuerst. Also ich habe wirklich sehr viel zeigen in die Folge. Und genau, wir haben immer noch die Chests nach unten gelagert, was eigentlich nicht gut ist. Aber egal, das machen wir ein anderes Mal. Auf jeden Fall, genau, hier ist noch die gute alte Statue. Genau, ihr könnt auch einen Namen in die Kommentare schreiben für die gute alte Statue. Okay, ich habe gerade irgendwas außen angemacht. Für die gute alte Statue mit der coolen Brille hier. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie einen Namen für die Statue oder so wisst. Und hier ist, wie ihr schon wisst, hier in meinem Bett. Ich habe mir noch so einen zweiten Kaktus-Dings, so einen Kaktus-Pflanze hingeben. Und ich habe so ein kleines Nachtkästchen mehr oder weniger gebaut, wenn man das so sagen kann. Genau. Und hat sich nicht viel getan. Eigentlich gar nichts. Ich habe noch nicht wirklich weitergebaut. Und ja, hier ist noch der eine Ausgang hier, Geheimgang. Und so. Und ich habe jetzt auch viel mehr oben gebaut. Nämlich, ich habe ein bisschen. Okay, das ist ja gerade ein bisschen buggy. Glaube ich, kann ich gleich das abbauen? Nee, ich habe da gerade mit Chisel Bits. Ja, zum einen habe ich Chisel Bits hier verwendet. Aber ja, das ist, glaube ich, gerade irgendwie durchgebuggt. Egal, rechts oder links? Ich glaube, ich gehe mal rechts hier. Genau, hier habe ich nämlich hier mit Chisel und Bits so ein kleines Badezimmer, so ein kleines Bad gebaut und so eine Toilette hier. Oh Leute, Mottes Feld, keine Ahnung, was das ist. Genau, ich finde es richtig cool, beziehungsweise ein Wasserhahn hier. Hier ist noch die coole Aussicht. Ja, ich finde es auch cool hier. Genau, das ist noch der gute alte Leiter, hier kann man rausschauen. Das wisst ihr ja schon hier alles. Und genau, hier habe ich meine schöne Küche. Nämlich, ich habe hier einen schönen. Genau, da kommen wir später. Zu Ende habe ich hier einen Flut-Tank. Das ist so ein kleiner Tank hier. Da kann man hier ein paar Flüssigkeiten reingeben. Ich kann das auch mit einem Eimer hier. Warte, ich. Okay, der ist gerade voll. Aber wäre der jetzt leer, kann ich hier das Wasser hier praktisch rausgeben. Kann ich auch, glaube ich, Lava reingeben, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, ob das Holz noch irgendwie abbrennt. Aber egal, ja, das ist meine Küche hier, wie gesagt. Und ja, ich habe so einen kleinen Kühlschrank gebaut, da kann man jetzt nicht reinschauen oder so, ist nur ein Block einfach hier. Und ich habe so einen modernen Kühlschrank gebaut, mit sogar mit so einem kleinen Hängel oder so einem kleinen Aufmachdings, wie man es nennt. Und mit so einem kleinen Eisteil, also kann man den Becher hinstellen, da kommt so Eis runter. Ich weiß nicht, das sind ganz modernen Dings hier, ganz modernen, ihr wisst schon, Fridge, ich sag schon das englische Wort hier. Kühlschrank hier. Ganz modern haben solche Eisteile. Und genau, hier ist der Herd. Wenn das anders euch irgendwas sagt hier. Ich habe schon Zombies hier irgendwo. Hier kann man praktisch solche Sachen, irgendwie so eine Bratpfanne oder sowas draufstellen. Das erhitzt sich praktisch. Und schau, das ändert sogar die Farbe hier. Ja, das ist richtig cool hier. Und hier ist noch mein gutes alte Waschbecken. Oder wie man das halt sagt hier. Und genau. Nachts ist halt richtig cool, weil es ist so schön hell drin und da vorne ist draußen ist so dunkel und es ist irgendwie, keine Ahnung, gemütlich finde ich das irgendwie. Genau, dann gehen wir mal raus. So, mein Hanglider Dino. So. Und ich habe auch offscreen hier, wie gesagt, das habe ich offscreen gebaut. Ich habe draußen auch noch was offscreen gebaut hier. So, dann gehe ich hier mal raus. Nämlich. Oh, hier ist ein Zombie. Oh, okay, lol. Der hat mir eine Miner-Pants hier gebracht. Lage ich schnell mal einen hier. Oder will der gute alte Rüstungsständer hier. Kann er das anziehen? Doch, der kann das anziehen. Ja, hat er jetzt eine neue Rüstung hier. Easy peasy. Alright. Genau. So. Genau. Bezüglich Snuffy und so. Ihr habt doch relativ viel Fanart geschickt hier. Blende ich jetzt auch alle, die ich jetzt finde hier, blende ich jetzt gerade ein. Also ihr könnt, wie gesagt, mehr Fanarts hier machen. Auch, ihr könnt es auch von den nächsten Serien wieder starten auch. Also jetzt ein bisschen, kleiner Tipp hier, starten ein paar coole Serien noch. Und ja, wie gesagt, ihr könnt halt immer Fanarts machen. Wie gesagt, ihr könnt auch auf Twitter oder auf Instagram. Instagram haben wir jetzt ein paar geschickt hier, auf Instagram DM hier. Direkt Nachrichten, ne? Oder ihr könnt mich einfach auf Twitter hier einfach taggen. Also @Jonas30, also Jonas3300, so heiße ich einfach. Und nach einfach ein Bild senden und so. Dann werdet ihr vielleicht nächste Folge eingeblendet. Und ja, wie gesagt, hier die paar Leute, die ich gerade eingeblendet habe, haben hier ein paar Fanarts schon gezeichnet. Und so, genau, ich habe jetzt ein paar Name-Tags hier gefunden und habe sie hier rein
praktisch draufgegeben. Zum Beispiel das hier Knuffi. Hier ist Mr. Huhn. Habt ihr auch in den Kommentaren geschrieben, als Mr. Huhn und Mrs. Huhn den, taufen sollen, den Namen. Hier ist, genau, hier ist Mrs. Huhn. Und hier ist Mr. Huhn. Jetzt habe ich Babyhuhn 1 und Babyhuhn 2, weil mir auch kein Name eingefallen ist. So, ich habe jetzt schon relativ viel. Oh, hier ist noch ein Baby und noch ein Baby. Lol, okay. Ja, haben wir jetzt schon 3 Hühner. Nein. Oh, oh. Oh, wir haben gerne das Problem. Zieht, schnell. Zieht. Oh, oh. Zieht. Schnell. Okay, ich muss Seed. Nice. Babyhuhn, bitte. Du bist. Nein. Babyhuhn, nein. Babyhuhn, geh wieder rein. Ich glaube, ich muss jetzt einfach Babyhuhn hier eingraben. Böses Babyhuhn. Ich habe gesagt, sollst du da reingehen, aber. Es geht irgendwie nicht rein. Ja, keine Ahnung. Wer will frische Seedies? Seedie-Reedies. Ah, hier, du. Ja, jetzt haben wir irgendwie, glaube ich, Babyhuhn 3, Babyhuhn 4, Babyhuhn 5 oder so. Ja, genau. Habe ich hier noch das hier gebaut. Hier so ein kleines Ding. Hier sind noch solche, ja, nennen wir das, solche Lianen. Nee, nicht Lianen, solche Lilypads, genau. Solche Seeblätter, Seerosen, oder wie man das nennt. Habe ich einen Wasserfall hier gebaut und das habe ich jetzt zugemacht, nämlich. Weil ihr Wasser sieht einfach immer cool aus. Und ich habe sowas gebaut, hier so ein kleiner Geheimgang, aber da habe ich noch nicht wirklich was reingebaut. Könnt auch in die Kommentare schreiben hier, was ich noch reinbauen soll. Aber wie komisch das hier aussieht. Ich sehe gerade. Dulf hat schon wieder mehr Dings hier gebaut, solche Satelliten-Dings. Hier hat sich aber sonst nichts getan, oder? Ich denke nicht. Ja. Genau, heute wollte ich eigentlich noch irgendwie Holz hacken und eigentlich nur minen gehen. Oh Leute, was? Was ist das hier? Sehe ich hier gerade. Reeds. Okay, der Lead kann man nicht drücken. Lol, der Dulf oder Dulfine, die haben hier irgendwie. Neuen Eingang oder so, so eine coole Tür, lol. Was ist hier? Hier ist noch das Dolphine. Dolphine steht auch da vorne. Dulf arbeitet wahrscheinlich gerade noch bei der Rakete. Ja, wer bist du? Stefan? Hey, ich bin Stefan und arbeite hier als Bibliotheker. Okay. Was ist das, eine Bibliothek oder so? Oh, lol. Aber ich glaube, man braucht da noch irgendwie solche Leitern, wo das hier hochgeht. Alter, mir fehlt gerade ein. Ich könnte so ein Enchantment Table am Boden bauen oder so. Dann könnte ich hier, irgendwie enchanten direkt. Ich höre ganz solche Büchergeräusche hier. Aber ich glaube, das ist normal hier, dass man solche Büchergeräusche hört. Alright, genau. Bam, aber lol, ist eine Bibliothek. Ist echt nicht schlecht hier. Vor allem mit den Blättern hier. Da steht der Stefan. Okay. Alright, genau. Eigentlich wollte ich heute nur mit meinen gehen, sonst eigentlich nichts hier. Oder meinen, was kann ich denn noch machen? Ich könnte auch erkunden gehen. Bei der Kunden. Ich glaube, ich gehe erkunden hier. Oder ich schaue noch schnell hier. Oder ich glaube, nee, ich glaube, erkunden gehen wir in der nächsten Folge oder so. Ich schau mal, was Dulf noch hat. Weil, ihr habt geschrieben hier, in der letzten Folge, unbedingt rechts unten bei mir abchecken, wer die letzte Folge nicht gesehen hier hat. Und, ja, wie gesagt, ihr könnt hier einfach, ich hab da übelst viele Kommentare geschrieben. Ich soll jede Folge hier einfach bei Dulf vorbeischauen, weil es einfach anscheinend viel ändert. Ich sehe gerade, ist irgendwas neu. Oder hey, steht schon so eine Rakete. Hallo Dulf. Hi Jonas 30. Ich habe die Rakete gestern fertiggestellt. Sie ist nun bereit zum Wälder zu fliegen. Was willst du bauen? Was willst du hier? Ja, ich glaube, das ist gerade fehl hier. Du sollst die Items aus der Chest nehmen. Achso. Und was willst du hier bauen? Du sollst die Items aus der Chest nehmen und sie anziehen und einstecken. Okay. Oh, es laggt hier gerade ein bisschen. Ups. Aus der Chest. Pre-Launch Checklist. Okay, hier sind ein paar Sachen. Pre-Launch Checklist. Venus. Equip Oxygen Suit. Equip Shield Control. Equip Tier 2 Terminal. Venus. Overwall Station. Equip Oxygen Things. Create Grappler Hook. Grappler Hook. Ich weiß nicht, was man da jetzt braucht. Boon, Equip Dings. Equip Oxygen to. Okay, ich glaube. Lol, okay, das sind verschiedene Planeten, okay. Alright. Ich ziehe das mal alles irgendwie an. So, wir haben noch ein extra Oxygen Dings hier. Ich hoffe, das passt hier. Eigentlich bin ich ready. Könnte ich jetzt. Ich glaube, Space. Oh, Leute, Tatsache. Nein, du stirbst, oder? Sag nicht, der stirbt. Oh. Okay. Alles gut, Dulf. 10, 9, 8, 7, 6. Ich glaube, Dulf kann gar nicht sterben. Ich glaube, der ist irgendwie so Verbrennungsdings oder so. Ich glaube, der kann nicht sterben.
Dance und go. Starten wir? Wir starten? Oh mein Gott. Oh nein, wir fliegen an. Oh oh, gar nicht gut. Okay, alles gut hier. Wir fliegen schon nach oben. Alles gut, alles gut. Lol, wie cool einfach. Unsere komplette Welt. Ich hoffe, wir kommen wieder runter. Wir haben genug Fuel hier. Oh oh. Okay. Fliegen immer weiter hoch und ich bin hier drinnen. Okay, 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 okay. Knuffi, ich hoffe, irgendwer gibt euch was zu essen, ne? Okay, wir sind so, glaube ich, jetzt in einem Space, also in einem Dings hier, lol. Das ging schnell hier. Okay. Wir launchen immer noch, also wir gehen immer noch weiter nach oben. Lol, wie cool es einfach aussieht. Okay. Ich glaube, wir sind gleich ganz oben. Links seht ihr das auch jetzt. Okay, lol. Jetzt bin ich hier gleich oben. Aber lol, ich sehe einfach gerade gar nichts mehr. Oh lol, wie das alles hier wackelt drinnen. Okay, ich bin drinnen. Okay, 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 okay. Ich bin jetzt in dem komischen Dings hier. Das ist die Sonne. Wo ist der Mond? Oh lol, habe ich das jetzt schon markiert? Ziel Fragezeichen. Vielleicht gehen wir einfach mal Mond. Ich glaube, Mond ist das erste, was ich hier. Ne, Merkur ist das, oder? Mond, Mars. Ich glaube, Merkur. Klicke gerne Zoom. Soll. Weiß nicht, was das ist hier. Sind noch andere Sonnensysteme? Nee, ich glaube nicht. Was ist das? Mars, Tier 2. Tier 1. Das habe ich alles, okay. Lol, a Space Station can be created here. Lol, a Space Station? Was ist das hier? Das ist der Merkur oder irgend sowas. Tier Fragezeichen. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Kann ich da nicht hin? Voila, wie cool. Wo kann ich hier hin? Hier ist die Erde. Was ist das hier? To zoom again. Wo ist denn der Mond? Hier ist ein Asteroid. Hier 3. Die 2. Die Fragezeichen. Das ist ein Asteroid. Nicht, dass er auf der Erde auch hier fällt. Also fällt. Venus. Ich glaube, das ist der Merkur. Kann ich den irgendwie hoch ist? Launch. Kann ich da hin launchen? Nee, kann ich nicht, oder? Ich kann Venus, Overworld, Mars, Asteroids. Venus gehe ich mal, oder? Launch. Ah, nee, geht das nicht? Wie geht denn das? Ich weiß nicht, wie es geht. Ja, ich glaube, ich gehe auch mal auf die Erde wieder zurück hier. Great geht nicht. Ah, Launch. Ja, ich gehe jetzt mal zur Erde wieder zurück. Oh, lol, okay. Ah, lol, und hier ist die Rakete. Lol, wie cool einfach. Wie cool sie einfach ist. Lol. Alright. Dann bin ich hier schon. Kommt in meine Kiste. Okay, hier ist die Kiste mit der Rocket. Oh lol. Aber wie cool das gemacht ist hier. Okay, Dulf. Hier ist die Rocket. Dann bricht die, glaube ich, die Rocket nächste Folge zu Dulf wieder. Können wir vielleicht, oder keine Ahnung, ihr könnt auch schreiben hier irgendwelche Tipps für den guten, für die gute alte Space hier und für das gute alte Weltraum. Ja, wie gesagt, ihr könnt Tipps in Kommentare schreiben. Da lese ich mir die unbedingt durch. Ich lese mir, by the way, jeden Kommentar durch. Und über ein Like würde ich mich auch immer freuen. Also, ja, wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da. Und ciao.